Hallo Leute, ja, wir sind hier in Simotrans, haben letztes Mal beschlossen, dass wir hier von Worms nach St. Ingbert eine Schifffahrtslinie einrichten werden und von St. Ingbert nach Fürstenwalde wollten wir auch eine machen, damit das alles schön verbunden ist. Das ist die Aufgabe, machen wir nach dem Logo, ne? Bis gleich. So, das bedeutet, wir müssen eine neue Linie erstellen. Wir müssen dafür Schifffahrt auswählen. Wieso ist das dann? Achso, das fährt schon positive Werte ein. Das wird sein. Motorschiff. Worms. Das wurde so geschrieben, St. Ingbert. Müssen wir mal gucken. Wir haben es denn auf anderen Linie? ST. Ingbert. Ja, haben wir so. Da hätte ich natürlich gerade mal eben den Clips, den Haltpunkt da hinsetzen sollen. Ne? Naja, ist auch egal. Haben wir jetzt. So, das passt schon mal. Da müssen wir nur Enter drücken, damit die Linie übernommen ist. Jetzt ist das auch da. Und jetzt kommt da ein Schiff drauf. Worms, St. Ingbert. Starten. Fährt. Wer fährt denn jetzt hier? Von welcher Verbindung haben wir hier? Zwei Schifffahrtslinien, genau. Worms und nach Wernigerode. Das ist hier oben, ne? Ja. Das heißt, die nächste Linie ist jetzt von St. Ingbert nach Fürstenwalde. Motorschiff. Noch. Fürstenwalde. Schuss. Den Halt. Und da haben wir noch keinen Halt, den müssen wir noch hinzufügen. Schifffahrt ist da. Der Halt ist da. Und der ist da. Sehr schön. Der Halt ist da. Dann haben wir das erstmal auch. Jetzt müssen wir allerdings, haben wir hier noch einen Hafen mehr, ne? Ein Depot mehr. St. Ingbert nach Fürstenwalde. Starten. So, die fahren auch. Dann können wir das schließen. Jetzt müssen wir hier aber noch in Fürstenwalde einen Stadtbus machen dann, ne? Haltestelle, beziehungsweise erstmal die Linie hier an und dann die Haltestelle machen. So, das ist zwar hier jetzt gedoppelt, aber das ist jetzt egal. Und dann brauchen wir da eine neue Linie von da nach da. Und das ist der Stadtbus Hafen. Passt. Gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwo. Wo ist der Lok? Ah, der Lokschuppen ist gut, ne? Das Depot da. Gespann raus. Kutsche. Stadtbus. Fürstenwalde Hafen. Starten. Passt. So, lass mal die Karte gerade aufrufen. So, wir fahren von hier nach da und wir fahren von hier jetzt nach da. Dann fahren wir von hier nach Solingen und wir fahren von hier nach Fürstenwalde. Das passt. Jetzt müssten wir hier noch gucken. Funkstadt oder sowas. Haben wir da? Ja, nee, Erlangen trifft sich gut. Das müsste da hin. Da müssen wir das noch neu aufschütten.
So. Da brauchen wir eine Schräge. Ist das die? Nee, die war es nicht. Die ist es. Und dann brauchen wir da den Hafen. Passt so, oder? Ja. Dann können wir das schließen, dann hier eine Straße bauen. Von da nach da, passt. Und Bushaltestellen hin. Eine ist da. Können wir schließen. Dann brauchen wir noch eine Linie. Fahrzeug haben wir, neue Linie. Von da nach da ist unser Ziel. Und das wird der Stadtbus Erlangen Hafen. Schuss. Passt. Schließen. Wo haben wir hier das Depot? Da. Gespannt. Kutsche. Stadtbus Erlangen. Hafen. Starten. Was denn hier Hafen Hagen? Warum ist die Linie da grau? Was ist hier unten? Haben wir da was verpeilt? Nee, die fahren da drauf, ne? Da steht Regionalbus. Ist ja voll doof. Oder ist das da? Hat das umbenannt? Ja. Und jetzt noch da unten den Stadtbus Hagenhafen. Da ist kein Fahrzeug drauf. Linie löschen, das war falsch. Jetzt ist richtig. Okay, der fährt. Und der fährt auch. Ist irgendwo was, was hier nicht passt? Nein, es sieht alles gut aus, denke ich. So, jetzt nochmal Karte. Was haben wir denn alles offen? So, wir fahren. Das war die einzelne Stadt. Hafen. Ah, okay, das ist die einzelne Stadt, aber wir haben, glaube ich, den. Wir sind dann hier zwar angebunden, aber die sind nirgendwo anders mit verbunden. Haben wir hier ein Städtchen? Nein. Dann würde ich Lauf nehmen. Lauf verbindet sich mit Lippstadt. Lippstadthafen wäre dann da, oder was? Das wäre aber unmöglich da. Dann machen wir den Hafen nicht hin. Lass uns gucken, wie wir das geschickterweise hinkriegen. Ne? Ja. Also wir machen ihn definitiv hier hin. Und dann machen wir hier die Linie so dahin. Da kommt dann die Bushaltestelle hin. Ne, das ist auch doof gewesen. Die reißen wir gerade wieder weg. Und das reißen wir auch nochmal weg. Die Linie machen wir dann besser so rum. Dann können wir die nämlich an der passenden Stelle machen, wenigstens, dass die in dieser Linie in einer Flucht ist. Passt. Ach, dann passt es nicht. Also auch wieder weg. Machen wir das am geschicktesten so. Und jetzt dahin. Und jetzt reißen wir die dazwischen ab. Und jetzt ist es eine Haltestelle. Das ist getrickst, ne? So, und jetzt müssen wir neue Linie machen. Ist noch. Stadtbus, Lippstadt, Hafen. Jetzt habe ich wieder eine Taste mehr erwischt.
Einfach langsamer schreiben, dann klappt das auch, ne? So passt. Wo ist hier das Depot da? Die Lippstadthafen starten. Passt. So, jetzt müssen wir nur noch ein Schiffchen haben, was von wo nach wo fährt. Lauf hat auch noch keinen Hafen. Lauf. Kriegt jetzt hier seinen Hafen oder da? Besser da. Verlängern wir hier. Und Bushaltestelle dahin. Passt. Und neue Linie. Stadtbus, Lauf, Hafen, Schuss, da. Passt. Depot ist hier. Die beiden mit der Kutsche. Und dann den Stadtbus finden. Passt. Starten nicht vergessen. Auch gut. So, jetzt müssen wir gucken, wo war. Ich glaube, bei Sonnenengbert ist wahrscheinlich der nächste. Hier. Ach so, machen wir besser hier. Neue Linie. Motorschiff. Auf. Lippstadt. Nach da. Fertig. Passt. Und der da starten. Die schon plus, deswegen ist die hier schwarz gerade gewesen. Ja, der ist jetzt neu und die anderen sind noch rot, weil da noch nichts fährt. Aber sieht schon mal gut aus. So, nochmal Karte. So, wir haben Hagen verbunden mit Blankenburg, das ist mit Nebennetz verbunden, das ist mit Lippstadt verbunden. Netzplan. Passagiere. Alle. Straße. Jetzt sehe ich da aber nichts groß, oder? Ah, der fehlte noch, der Haken. Also das ist verbunden mit da, das hatten wir gesagt, oder mit dem. Die sind alle verbunden, passt. Der ist mit dem verbunden, dann ist das alles verbunden. Aha. Hier ist aber doch. Warte, Düren-Neukirchen ist keine Verbindung? Oder was ist Düren-Neukirchen? Warte, das müssen wir uns genauer angucken. Ja, da hätte ich mir gerade erstmal hinspringen sollen, ne? Fehlt hier tatsächlich eine Linie? Das sieht wohl so aus. Das heißt, neue Linie. Hier, neue Linie. Regionalbus. Düren. Neukirchen. Und von da nach da.
Schuss. Weg. Depot. LKW. Rutsche. Auswählen. Hey, da gibt es eine Linie. Warum wurde die da nicht angezeigt? Starte mal. Jetzt sind da zwei Kutschen drauf. Zum Depot wieder zurück. Da haben wir jetzt einen doppelten sozusagen drin. Linie löschen. Fährt er jetzt wieder zurück? Jetzt fährt er zurück. Okay, das zu, das zu, das zu. Das ist aber jetzt ein Fehler auf diesem Plan hier dann, oder? Weil der zeigt mir das jetzt nicht an, ne? Oder ich verstehe die Linie nicht. Wahrscheinlich ist es, ja, wahrscheinlich ist es anders. Ohne Gelände. Irgendwie zeigt es mir nicht richtig an, oder? Straßenbahn, Straße haben wir jetzt. Passagiere haben wir auch. Und da kann ich hier sowieso noch 7:03. Das ist Transportnetz, das ist gut so. Da sehe ich jetzt nichts. Ja, das ist jetzt keine tolle. Achso, da sind die Kreise. Ja. Ist so. Düren-Neukirchen gibt es definitiv eine Linie. Jetzt sind wir immer noch nicht weiter. Okay, der bleibt da drin stehen erstmal. Nochmal Karte. Wir sind. Dieses Netz ist über Solingen nach da verbunden. Dieses Netz ist nach da verbunden. Dieses Netz ist nach da verbunden, nach da. Das sind die gestrebten Linien übrigens, glaube ich, oder? So, und wer fährt nach Erlangen? Keiner. Aber in Erlangen haben wir eben auch eine Schifffahrtslinie gemacht, oder? Verbindung. So wie es aussieht, wohl dann doch wieder vergessen, ne? Oder? Ja, der fehlt tatsächlich. Neue Linie. Motorschiff Erlangen. Jetzt nochmal die Karte gerade aufrufen. Nach Solingen machen wir. Oder St. Ingbert? St. Ingbert. St. Ingbert ist das riesige Drehkreuz für die Schifffahrt. Ich glaube, das ist in den Bergen St. Ingbert, oder? Bin mir aber nicht sicher, könnte auch irgendwo in Rheinland-Pfalz oder so liegen. So, das passt. Schiff. Starten. Was hatten wir jetzt noch? St. Ingbert Solingen fährt schon plus ein. Ist aber hier nicht, ne? Aber naja. Wer weiß, was das für ein Plus ist. Nur mal Karte. Mach das mal weg. Obwohl, so sieht es auch nicht besser aus.
Das hatten wir verbunden, das haben wir verbunden. Die sind alle untereinander verbunden. Das geht nach da, das geht nach da. Die sind alle untereinander verbunden. Das geht nach da. Die sind alle nicht miteinander verbunden. Hier oben fehlt es noch. Tja, da müssen wir jetzt noch was überlegen, was wir da machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben hier noch einen Teil, ob wir das jetzt hier verbinden oder ob wir das auch mit Schifffahrt machen und dann hier noch einen Hafen neu machen. Müssen wir mal gucken, weiß ich nicht. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.